nicht, ob Flocke wirklich das gute Heiratsmaterial ist. Ich muss dir noch was beichten. Und da gibt's ja die Gina. Ich und Gina, wir daten uns jetzt. Das gibt Ärger. Und so schnell ist Flocke vergessen. Wenn Flocke von Steffi erfährt, dann rastet er aus. Und? Dass du da was mit einer hattest, ist auch eine Freundin von mir. Ich renn keinem hinterher. Lächerlich. Schön, dass ihr da seid zu den Folgen 3 und 4 von bei Gina Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Bei mir läuft nicht immer alles nach Plan, deswegen ist es spannend. Nur 90 Tage, dann will Gina Lisa endlich aus vollem Herzen Ja sagen. Der heißeste Heiratskandidat, eigentlich ihre Forsthausliebe Diogo. War eine Freundin von mir und mit dir. Was mischst du Christina mit ein? Wenn ihr wüsstet, was dann passiert ist, das hätten die sich nicht mal in Hollywood so ausdenken können. Legendär. Also in der letzten Folge war Diogo tatsächlich der heißeste Anwärter, aber er hat den Posten schneller verloren als der Wendler seine Doku-Soap bei RTL 2. Und das hätte sich tatsächlich niemand in Hollywood so ausdenken können. Gut, aber da schreibt halt auch in der Regel nicht der Set-Praktikant die Storylines. Was ist hier los? Warum liegt mir hier Stroh? Wir sind. Wie bist du denn hier aufs Zimmer gekommen? Weil du mich angerufen hast? Halt. Also in meiner Erinnerung war das anders. Flocko, bitte komm vorbei. Erzähl nicht so eine Scheiße. Kam ich zu ihm, da hat er mir gesagt. Schicken. Ja, dass er mich so toll findet und hat er mir einen Kuss gegeben. Ist okay, krass. Aber es war abzusehen. Das war absolut. Tür gut fertig, weg, abgehakt. Nachdem Gina Lisa den tätowierten Typen, der nicht so richtig in der Lage ist, eine Beziehung zu führen, dafür aber von Reality-Format zu Reality-Format hüpft, nachdem sie ihn abserviert hat, soll es jetzt irgendwie einfach ein ganz anderer Typ sein, den sie datet. Und jetzt ist sie mit Flocke, der tätowiert ist, nicht richtig in der Lage ist, eine Beziehung zu führen und dafür aber von Reality-Format zu Reality-Format hüpft, zusammen. Muss das einen Sinn ergeben? Also ganz plötzlich, nachdem Gina Lisa nachts frustriert zu ihm geht, entdeckt er also seine Gefühle. Als sie gesehen haben, wie schnell sich Gina Lisa von schmeichelnden Worten tatsächlich beeinflussen lässt, haben Ermittler sie direkt als Lockvogel für Kaffeefahrten engagiert. Das ist auch nicht mal ganz knusper. Stand der Dinge kompliziert. Beziehungsstatus kompliziert bei Facebook. Ist aber gut so. Finde ich auch. Jetzt ist ja Diogo nicht mehr da. Jetzt können wir ja machen, was wir wollen. Nalumon kann nicht akzeptieren. Weggegangen, Platz gefangen. Wir haben uns so krass dagegen gewehrt. Nein, machen wir nicht. Was machen wir denn jetzt mit dem angefangenen Stück Kuchen? Komm nochmal. Zu Ende essen. Verknallt sie sich gerade in ihren besten Freund. Gar nicht so damit gerechnet, ja? Der hatte was mit Elsa, mit einer von meinen besten Freundinnen. Dann ist es ein Kumpel vom Diogo. Das ist dann alles so kurz mal ausgetauscht oder was? Man kann das jetzt total komisch finden, dass Gina Lisa ausgerechnet mit dem Ex ihrer besten Freundin Elsa zusammen ist. Wir erinnern uns. Die beiden bildeten ein Team, ohne sich vorher gekannt zu haben. Seit dem Ende der Dreharbeiten haben sie nur telefoniert. Aber nachdem Gina Lisa eben mit Elsa zweimal und mit Flocke jetzt schon ganze dreimal telefoniert hat, ist eben klar, wer bei ihr Priorität hat. Also irgendwie so ein bisschen ähnlich sind die sich ja schon. Dass sich halt zwei echt sehr, sehr nette Menschen, wie ich finde, mit dem gleichen heißernen Röchellachen treffen, das ist schon was Besonderes. Das kriegt noch nicht mal Mario Basler nach 2 Stangen Marlboro in der Raucherkabine hin. Ich wollte den Diogo jetzt einfach mal besuchen gehen und nach seinem Geburtstag, ich habe ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört und ich will einfach mal jetzt wissen, was los ist. Ich glaube, sie wollte im Gespräch, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und gucken, okay, läuft da vielleicht doch noch was? Ich verstehe mich halt auch sehr gut mit seiner Mama. Es hätte alles so schön sein können. Hätte Fahrradkette. Das weiß ich nicht, ob da so ein Typ dazu ist, der so seine Fehler einsieht. Und da muss man wirklich unter 4 Augen das erstmal reden. Ne? Ich bin jemand, ich renn keinem hinterher. Ich glaube, du hast mich irgendwie ein bisschen so falsch verstanden. Gina und Flocke bandeln hier heftig miteinander an. Sie will sich aber noch nicht komplett entscheiden. Diogo könnte ja auch noch was für sie empfinden. Den einen so ein bisschen warm halten, bis sich der andere entscheidet. Gina Lisa hat mit der Einstellung auf jeden Fall das Potenzial, die neue Bachelorette zu werden. Gina will jetzt also den Diogo doch nochmal zu einer Beziehung überreden oder wie sie sagt, grundlegende Dinge klären. Sie ist halt auch einfach so ein Mensch, der bis zur letzten Minute des Fernsehgartens hofft, da komplett aus der Nummer ohne Tinnitus rauszukommen. So optimistisch, wie sie ist. Mir kam so vor, als ob du dich gar nicht gefreut hättest. Ich habe mich so viel bemüht. Ja, die habe ich mit den Nägeln selber gemacht, diese Lollis. Hast du das überhaupt gecheckt? Ich habe gesagt, dass mir die Überraschung gefallen hat. Aber mein Vibe war, mich mit den Leuten zu unterhalten, aber nicht eine Liebesstory da drin zu machen.
das wünsche ich niemandem und sowas. So geht man einfach nicht mit Menschen um, schon gar nicht mit Frauen. Und du hast dann auf einmal so Panik gekriegt, ja? Es war ja falsch. Ich habe es ja auch gesagt, so, dass ich das nett finde. Auch wenn ich bin so ein Mensch, der vielleicht seine Gefühle nicht so rüberbringt, weißt du? Also, Diogo, der seinen Geburtstag überhaupt gar nicht feiern wollte, wird beschuldigt, dass er Gina Lisa gegenüber nicht dankbar genug ist, die eben seinen Geburtstag feiern wollte. Dankbar sein für etwas, was man überhaupt gar nicht haben wollte. Oder wie Verena Kehrt sagt, naja, also immerhin komme ich durch Mark Terenzi an Punkt 12 Interviews. Du bist nicht mehr der Diogo so vom Forster so. Man auch so gemerkt hat, dass wir doch eine andere Lebensstile führen, so ganz einfach. Wie ein ausgetauschter Mann, komplett von Tag auf Nacht. In so einem Format ist nicht der normale Alltag, was man sonst führt, ne? Das sind Sachen, dass Gina mir doch zu auffällig ist, dass du mir dann gleich irgendwie sagst, so, ey, ich weiß warum, oder ich hätte mit irgendjemandem Kontakt. Mit Reality-Star Christina Dimitrio. Diese Anklage steht im Raum. Das ist nicht so, weil ich, ja, das ist nicht so 100%. Was du da gehört hast, weiß ich nicht. Ja, ich habe da eine Voice auch zugeschickt bekommen. Also findet sie komplett komisch, dass der Diogo im Forsthaus einfach ein ganz anderer Mensch war. Wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt dafür, Gina zu erklären, unter welchem Wert Diogos Promille-Level im Forsthaus tatsächlich niemals gesunken ist. 3. Es geht sofort weiter. Lasst aber jetzt einfach direkt schon mal kurz ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keinen Trash mehr. Lohnt sich. Und dass ja, du da was mit einer hattest, ist auch eine Freundin von mir gewesen. Das war einfach nur ein normales Smalltalk. Ich will nicht so jemanden an meiner Seite haben, wo ich Angst haben muss, wow, ich gehe arbeiten. Ey, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Dreh mich kurz um, mach das schon mit der Nächsten rum. Hoffentlich liegt keine andere in meinem Bett. In meinen Augen hat Gina da übertrieben oder hat auch einfach Drama gemacht. Welcher Mann, der da mit anderen Weibern rumbucht oder rummacht oder schreibt oder tut, gibt's zu. Für mich war es in dem Moment einfach nur unangenehm und lächerlich. Da steht Aussage gegen Aussage, aber egal was dran ist, Diogo hat so sehr, ich habe keinen Bock, auf seiner Stirn stehen, wie Stefan Rost das Wort Schleimbeutel. Gina Lisa hat natürlich auch schon ihre Freundinnen gefragt, sag mal, was ist da los? Eine hat ihr versichert, dass Diogo unsterblich in sie verliebt sei, es aber nur einfach nicht zugeben konnte. Naja, aber natürlich hat Gina Lisa auch mitbekommen, dass Kim Virginia für sowas nicht die richtige Ansprechpartnerin ist. Ich wünsche dir das Beste, aber mir das Allerbeste. Fertig. Ende der Durchsage. Du weißt ja, dass ich mich mit Flocke auch im Forsthaus so voll gut verstanden habe und so. Ja, an dem Abend dann, wo ich nach deinem Geburtstag so traurig und dann haben wir uns so geknutscht. Also ist doch toll. An dem Abend noch. Also, ging ja, Ich glaube, der will einfach sein Gesicht nicht verlieren. Dass es mit Flocke eben so ganz am Arsch vorbeigeht. Glaube ich nicht. Überrascht mich jetzt, aber Hauptsache ihr seid glücklich. Irgendwie hat er nicht genug Macht und Gina muss man handeln können. Diogo, da ist so viele Baustellen. Der will, glaube ich, auf mehreren Hochzeiten noch rumtanzen. Naja, ganz vielleicht hat sich Gina Lisa auch erhofft, dass Diogo ein bisschen eifersüchtiger auf die Nachricht mit Flocke reagiert. Diogo hat aber seine eigenen Probleme. Seit er nämlich mit Christina anbandelt, bekommt er ständig irgendwelche anonymen Hassnachrichten in Form von ganz, ganz schrecklichen Gedichten. Alle unterzeichnet mit der maskuline Mann. Ich gehe nach Berlin und besuche Flocke. Es ist natürlich auch ein bisschen komisch, jetzt das erste Mal, wo wir uns wiedersehen. Gina und ich zusammentreffen ist einfach wie nach Hause kommen. Findest du das peinlich mit einem Ford Focus oder wär's scheißegal? Dass der jetzt kein fettes Auto fährt, ist ja nicht schlimm. Dafür habe ich ja ein fettes Auto. Ich mag Gina Lisa so sehr. Und ganz ehrlich, der Flocke kennt sie offensichtlich doch nicht so gut, wie er dachte. Sonst wüsste er natürlich, dass Gina Lisas Ansprüche an Sachen Besitz von irgendwelchen Männern genauso niedrig ist wie das Niveau der aktuellen Bachelor-Staffel. Ey, und come on, warum soll das bitte schlimm sein, mit einem Ford hier über die Autobahn zu brettern? Man kriegt erst verächtliche Blicke, wenn man damit auf dem Parkplatz einer Jura-Universität fährt. Trotzdem jetzt... Hallo, hier, ich wäre da. Auf der Autofahrt hatte Flockes Papa angerufen und ich weiß, dass sie gar keinen Kontakt so haben. Vater? Hey, Sean. Papa, das ist Papa. Jetzt mal ernsthaft, wie oft habe ich dich in meinem Leben Papa genannt? Never. Noch nie. Ach, traurig. Noch nie. Ich habe mit meinem Vater gar keinen Kontakt. Komm nach Berlin, du bist herzlich eingeladen. Schön. Lass uns das einfach jetzt nachholen. Macht ja auch. Hm? Ich habe Diogo im Rampensau versprochen. Pass auf, du lernst deinen Vater wieder noch mal richtig kennen
Ich werde das auch machen. Das ist eines der schönsten und vor allem auch sinnvollsten Versprechen, die jemals in einer Reality-Sendung gemacht wurden. Ansonsten wird ja nur beschwört, immer bloß auch die Insta-Accounts bei den Konfro-Stories zu verlinken. Und ganz zufällig, während Flocke mit Gina Lisa unterwegs und die Kamera auf dem Armaturenbrett installiert ist, ruft Flockes Vater an, mit dem er seit Ewigkeiten keinen Kontakt hat. Ich gucke das ja echt gerne, weil es total unterhaltsam ist. Aber selbst Kim Virginia und 24 Tim ist bei so viel Inszenierung, das Drehbuch für ihre nächste Fake-Romanze immer schön hier in den Champagnerkübel gefallen. Ich teile dir jeden verf***ten Flug, Papa, aber ich will... Hey, ich will einen... Entschuldige mir gar nicht. Bitte entschuldige dir dein Kindheit, wo ich dir geben wollte, im Grunde des Ergebnisses. Schön, Schatz. Ich freue mich so für euch. Du hast gar nichts kaputt gemacht. Oh, du hast genau das gemacht, was mich jetzt zu dem macht, wie ich bin. Das ist ganz, ganz dolle wichtig. Schön gesagt. Es ist nie zu spät im Leben, ist ja kein Problem. Jetzt waren sie jetzt jahrelang nicht, aber ist doch toll. Und der Papa, weißt du, will jetzt mit dem Flöckchen wieder Kontakt und die beiden wollen. Und das ist doch ganz toll. Sollen sie doch. Ist doch prima. Können sie doch alles jetzt nachholen. Gina Lisa hat das Herz einfach am rechten Fleck. Mal ganz ohne Scheiß. Wie sie da hier reingeht und das Ganze so liebevoll kommentiert, das ist einfach toll. Auch wenn der Zeitpunkt des Telefonats einfach so ein bisschen seltsam ist. Es ist ja trotzdem schön, dass die beiden sich jetzt wieder haben nach all der Zeit. Und es ist auch echt eine schöne Geste von dem Papa, also wenn der Anruf auch einfach so gemeint ist. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass mein Vater überhaupt mit mir das Gespräch so eingeht, weißt du? Ja. Denk immer, ich bin alleine. Och, schön, bist du doch gar nicht. Ich find's auch sexy, wenn Männer weinen. Weil, hey, warum sollen nur Frauen weinen? Da öffnet mein Herz nur noch mehr. Ich find das so cool. Wie Gina Lisa einfach da mitfühlt, ich find's richtig schön. Auch wenn es sich natürlich so anhört, wenn sie mit ihrem rührenden Ach, ist das schön. Na, als würde irgendwie eine Feuerwehr-Sirene vielleicht mal Hard Vulgar On spielen. Gina Lisa ist einfach der Knaller. Apropos, was ein richtig tolles Format ist, First Dates Hotel, verlinke ich euch hier über die Infocard. Es ist die perfekte Mischung aus Cringe und wirklich schönen Dates. Ihr werdet es lieben, merkt euch das für später. Eine Frau sieht nüchtern meine Wohnungseinrichtung, was ganz Seltenes. Ist vielleicht auch einfach ein Thema, da wo ich mir denke... Das hier ist die kleine Feinde. Ich dachte, bevor ich irgendwas rede, dass man das ist der einzige Trumpf. Das ist der einzige Trumpf, den ich habe. Der war teuer, aber das ist der einzige Trumpf, den ich habe. Der Flocke wollte mich noch unbedingt so beeindrucken. Ich habe einen neuen Fernseher gekauft. Hat es so viel Mühe gegeben. Ich fühle mich so, ah. Brauchst du nicht. Die Gina ist mehr gewohnt und ich bin halt hier einfach, ich mache aus. Ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Ich hatte gar nichts gehabt, weil ich mir alles selber erarbeitet habe. Das ging auch nicht schon heute auf morgen. Und dann kommst du jetzt so ein Dulli wie ich. Total klein, süß, niedlich, schnuckelig, voll schön, aber trotzdem kuschelig. Kuschelig ist, glaube ich, der kleine Bruder von viel zu klein. Krass, wie aufgeregt Flocke ist, oder? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall echt. Und auch, dass es ihm ja unangenehm ist. Ich überlege gerade, also ich ticke halt auch vollkommen anders. Mir ist Materielles irgendwie gerade auch gegenüber anderen vollkommen wurscht. Liebe Gina, falls du das hier siehst, ich streike gleich. Wie kannst du denn einfach so ein netter Mensch sein? Na, guck mal, es ist Flocke gerade sichtlich unangenehm, das Ganze. Also, dass seine Wohnung halt nicht so, keine Ahnung, so eine Bling-Bling-Wohnung ist. Und wie cool sie auf ihn eingeht und dafür sorgt, dass er überhaupt dass er sich nicht schlecht fühlen muss. Ey, ich finde das so, so schön. Und er dachte halt, er muss jetzt so einen riesengroßen Fernseher kaufen, um sie irgendwie ein bisschen zu beeindrucken. Aber wenn er bei Gina Lisa Eindruck verschaffen möchte mit etwas, was sie von anderen Typen nicht kennt, dann hätte wahrscheinlich ihr mal ein Bücherregal kaufen sollen. Was ist denn das hier? Das willst du nicht sehen. Willst du das? 18.000 Euro. Das hier sind 18.000 Euro. Viel Spaß. Boah, ich weiß, er zockt so gerne und da habe ich mir gedacht, ach komm, dann mache ich ihm noch mal eine Riesenfreude und kaufe ihm eine Playstation. Bist du bescheuert? Nein, bitte sag, du kannst das zurückgeben. Nein. Ist geistkrank, aber genau das liebe ich an ihr. Das schätze ich sehr, sehr wert. Also, Flocke kauft einen riesengroßen Fernseher und als Dank bekommt er eine Playstation 5 geschenkt. Er weiß zwar jetzt nicht so genau, wo das alles mit Gina Lisa hinführt, aber bis jetzt ist es auf jeden Fall die beste Investition seines Lebens. Das ist so, so lieb von ihr, aber ich finde, man merkt trotzdem so ein bisschen, dass die beiden, das klingt jetzt so doof, aber wahrscheinlich nicht so ganz auf Augenhöhe sind. Also er kommt ja nicht so richtig, also er will ja irgendwie mit ihr mithalten, kann das aber natürlich nicht, was ja auch klar ist. Also mal gucken, aber ganz einfach wird das, glaube ich, nicht. Gina Lisa macht das Beste draus. Ja, das ist halt aktuell alles das, was er an Einrichtungen hat. Es ist doch schon mal was. Ach komm, man kann mal die Gläser nehmen, die sind auch ganz schön. Dinner-Date, ich schön was koche. Der Plan ist mal nach hinten losgegangen.
Nee, ich habe jetzt noch nie so gekocht, aber... Wir sind halt einfach wie bei Hart, halt aber herzlich. Ich gebe mein Bestes, es ist... Ich hoffe, dass es gut genug ist. Es fühlt sich selbstverständlich an, dass wir irgendwie zueinander gehören. Es kickt das Salz. Ja, wenn das Essen versalzen ist, bedeutet das, man ist verliebt. Gina ist verliebt? In wen? Alles klar. Also anstatt seine Kohle in eine Spüle, Einrichtung oder Schränke zu stecken, hat er lieber seine Kohle in einen 18.000 Euro Computer und in einen neuen Fernseher gesteckt. Jeder so, wie er mag natürlich, aber ich glaube, viele würden schon sagen, also seine Prioritäten hat er ähnlich gut im Griff wie Oliver Pocher seine Frauengeschichten. Bevor sich jemand über Flocke lustig macht, dass er gut im Business sein muss, das zeigt sich allein schon daran, dass er eine Wohnung in Berlin bezahlen kann und trotzdem was anderes außer Nudeln und Ketchup kaufen kann. Zurück in Frankfurt ist die Sehnsucht groß. Das Krasseste, was Gina und ich hatten, waren gleich 37 Mal am Tag telefoniert. Will jetzt erstmal Flocke gleich anrufen und ihm sagen. Hab ich gar keinen Bock drauf, ich bin da raus, danke, tschö. Dass ich vorhab zu heiraten. Hallo Schatzi, alles gut? Buongiorno. Ich muss dir sagen, dass ich vorhabe zu heiraten. Ja, das ist ja ganz toll. Jetzt nach Las Vegas. Abflug. Los. Nicht überlegen, machen. Lieber entschuldigen als bereuen. Denke schon, er würde das, glaube ich, schon machen. Sie meinte immer wieder, Herr Lofink. Herr Lofink hört sich gut an. Also, ich finde, man hat schon gemerkt, er war am Anfang nicht so komplett sicher, wie er diese Idee mit dem Heiraten überhaupt finden soll. Allerdings hat Gina Lisa ihm vor dem Telefonat versprochen, noch ein paar Spiele für die PS5 zu kaufen, wenn er der Hochzeit zustimmt. Ah, Focke. Lieber entschuldigen als bereuen, sagt er. Oder wie man bei den Wollnys sagt, Verhütung. Heute Abend halte ich eine Laudatio. Man kann es nicht glauben. Es ist ein ganz tolles Queer-Event und diese queere Welt gehöre ich mit dazu. Sie steht auf Männer und Frauen. Ich freue mich, dass Matthias und Sam mich begleiten. Was ist denn jetzt mit dem Diogo? Der ist jetzt erstmal, den gibt es nicht mehr. Wenn die Kameras aus sind, ja, dann, was ist dann? Bist du dann immer noch so? Ich habe es ja schon im Voraus gesagt. Spätestens als die Titanic-Musik erschall, ging der Eisberg nochmal unter. Nee, die Titanic ging nochmal unter. Ah ja, also das Ende von Rose and Jack war aber auch weitaus weniger schmerzhaft, als sich das Ende von Diogo und Gina Lisa anschauen zu müssen. Ich will in 3 Monaten heiraten in Las Vegas. Nein! Oh mein Gott! Du weißt, dass ich auch in Las Vegas geheiratet habe, ja? Aber ich dachte gerade erst ein April-Scherz. Jetzt muss nur noch der Märchenprinz her und alles andere. Das regeln wir, glaub mir das. Die Wasserspiele vor dem Hotel. Sorry, ihr heiratet nicht wegen den Wasserspielen, sondern hauptsächlich, weil es der richtige Mann ist. Gina Lisa wäre nicht Gina Lisa, wenn sie es nicht so machen würde. Ist meine Meinung. Ich sehe Gina Lisa laufen, aber ich sehe noch nicht, wer daneben läuft. Ich würde jetzt gerne mal ein paar verschiedene Menschen ausprobieren. So, genau. Also Männer und Frauen treffen. Sam ist so ein bisschen geschockt. Matthias will direkt mit der Planung beginnen. Eigentlich ist es ihm auch ziemlich egal, warum Gina Lisa nach Las Vegas fliegen möchte oder wen sie heiraten möchte. Er möchte einfach nur mal wieder gratis Urlaub machen. Oje, oje. Irgendwie wäre ich, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig, wenn mir Matthias mal einen Japaner anbieten würde, die Hochzeit zu planen. Da kannst du ja gleich diese renickte Traurednerin machen. Schluck es runter! Und Fleckchen und ich, wir haben uns jetzt schon so gut verstanden. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es nur... Okay. Wir hatten uns geküsst. Wo? Was ist jetzt besser an Flocke? Warte, ich überlege gerade. Komme ich jetzt nicht drauf. Flocke ist einfach, bringt mich zum Lachen. Flocke ist herzlicher. Das macht so viel Spaß. Jo ist ja mit Flocke überhaupt nicht zu vergleichen, muss man ja knallhart sagen. Und da denke ich mir auch, Diego wirkt ja so wie so eine Maschine im Bett und Flocke ist eher so ein Maschinchen wahrscheinlich. Aber der kann vielleicht wie ein Kanickel. Ja, das hast du gesagt. Ist ja nicht ein Ochse sein, um zu können. Aber ehrlich, ist doch ganz egal. Ist jetzt nicht, ob Flocke wirklich das gute Heiratsmaterial ist, ne? Wir können doch heute wunderbar auf dem Event auch mal so ein bisschen mal nach links und nach rechts gucken. Eine Society-Party als Single-Börse nutzen. Oder wie man in der deutschen Medienlandschaft sagt, ja, als was denn bitte sonst? Das ist mein seriösestes Outfit, was ich hatte. Jetzt erzähl uns mal deine Laudatio. Liebe, ja, wer eigentlich? Darüber musste ich mir beim Schreiben dieser kleinen Rede erst einmal Gedanken machen. Menschen ganz gleich ihre Herkunft. Was überhaupt für ein Text? Ich wollte sagen, geht der noch lange? Das kannst du doch nicht auswendig lernen. Und das hast du doch auch niemals selbst geschrieben. Natürlich nicht! Ja, Freunde,
Auf Gina Lisa macht der Fortschritt nicht halt und sie hat sich eine Laudatio von ChatGPT schreiben lassen. Hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, dabei war das Programm immer eine große Hilfe für sie, wenn sie gefragt hat, welche Schönheits-OP sie als nächstes durchführen könnte. Es muss ja auch nicht jeder der große Bühnenmensch oder Redner sein, aber Gina Lisa ist doch eigentlich total witzig und charmant, wie wir ja hier gerade ständig sehen. Warum lässt sie sich eine Rede schreiben? Weil so hört sich das jetzt eher so an, als würde Cosimo im Bundestag sprechen. Warte, ist das nummeriert? Zack, die Bewohner ja, sind ja. Hier schon bei der Hallo, hallo, ich hoffe erstmal, euch geht es gut. Aber wenn ich jetzt mal so Text vorgeschrieben bekomme, da bin ich auch ganz aufgeregt. Und also, Liebe, ja, wer eigentlich? Darüber musste ich mir beim Schreiben dieser kleinen Rede erst einmal Gedanken machen. So, weiter geht's. Mal so viel länger. Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich so vorgestellt, dass ich so aufgeregt bin. Oh, Flocke ruft an. Flöckchen hat so eine Laudatio gehalten und so mit 5 Seiten. Ich habe noch nie so viel Text irgendwie. Es waren 5 Karteikarten, ich habe keine DIN A4 Seiten. Du hast noch nie so viel Text gelesen, dein Leben. Naja, was Gina Lisa noch nicht weiß, diese Rede war so eine Art Vorahnung für die Ehe. Aufgesetzt, ein bisschen hölzern. Und am Ende sind alle froh, wenn es endlich vorbei ist. Gina Lisa hat natürlich vorher auch schon längere Texte gelesen und ganz vielleicht muss sie das ja auch bald wieder machen, wenn sie dann Flocke bei den Hausaufgaben hilft. Ich traue diesen Flocke, diese Flocke, ich möchte einfach noch mal jemand anders Gina Lisa vorstellen, bevor sie sich für Flocke entscheidet. Bist du eigentlich noch Single? Ja. Wir suchen die große Liebe für Gina Lisa. Ach, tatsächlich. Und kennst du sie schon? Kennt wohl jedes Kind. Persönlich nicht. Die 28-jährige Steffi hat bereits beim Bachelor und bei Princess Charming ihren Herzensmenschen gesucht. Hi, Steffi. Gut, ja, bei dir? Ich komme rein in den Laden, ich sehe sie und ich weiß genau, die finde ich gut. Und dann geht er rum und findet sie für mich. Also wir gehen mal rein und trinken was. Das läuft ja besser hier, als ich gedacht habe. Ach, was? Kaum hat Flocke aufgelegt. Zack, hat Gina Lisa jemand Neues gefunden. Naja, Flocke fand es natürlich total schade, aber immerhin kann er den Fernseher noch zurückgeben und auch an der Playstation hängt noch der Kassenzettel. Ja, Steffi kennen wir natürlich, vor allem noch aus der Bachelor-Staffel, mit Nico Griesert. Oh Gott, wie war das nochmal? Sie wurde doch von der anderen nachträglich aus dem Halbfinale geworfen. Wir hatten so gar keine Anlaufschwierigkeiten. Sie ist locker, flockig. Alles, sie hat alles. Ich finde das schon krass. Manche Sachen, das soll so sein. Es ist nicht abgesprochen, das glaubt uns doch keiner. Der erste Kuss mit Gina war tatsächlich sehr aufregend. Flocke war nicht da, da war all eyes, alle Augen nur auf Steffi gerichtet. Und so schnell ist Flocke vergessen. Ja, ich sag's. Aber hättest du gedacht, dass sie so schnell knutschen? Hör mal, wer in 3 Monaten heiraten will, der muss einen Zahn drauflegen, oder was? Zeit zu verlieren. Steffi wirkt doch super cool. Total vernünftig. Ich glaube, die beiden mögen sich echt. Und alle freuen sich für sie, weil sie halt alle denken, ey, die passen ja echt richtig gut zusammen. Mit anderen Worten, Gina Lisa wird Steffi schneller fallen lassen als Dieter Bohlen jeden DSDS-Sieger. Und Matthias hat vollkommen recht, bei der kurzen Zeit muss Gina hier einfach zack, zack in die Vollen gehen. Da ist es so ein bisschen wie mit Leuten in der Bahn, die auf Lautsprecher telefonieren. Jede Minute bedeutet viel. Wir ziehen uns gegenseitig an, wie so Magnete. Flocke war vorhin zu Hause. Ja, gut, ist er jetzt nicht hier, er hätte auch kommen können, ne? Und dann kann man ja auch... Schön. Oh, danke. Bis gleich. Die ist klasse, die Steffi. Flocke wird heute nicht mehr zurückgerufen. Wenn Flocke von Steffi erfährt, dann rastet er aus. Ich muss, glaube ich, mich erstmal zurückziehen. Nichts überstürzen. Ich überstürze immer so schnell. Gina muss jetzt ein bisschen bremsen und zurückziehen. Aber halb so wild, Flocke wird sich eh nicht so krass über ihr Date ärgern, der ist ja immer noch mit Playstation-Spielen beschäftigt. Also, ich bin ganz ehrlich, Gina Lisa hat ja hier gerade so ein bisschen gelallt und ich hatte einen ganz, ganz fiesen Flashback an Kampf der Reality Stars, das war ja damals echt ein großes Drama und fand das eigentlich im Forsthaus ganz cool, dass sie gesagt hat, so, nö, ich will wegen diesem ganzen Scheiß da nichts trinken. Ich hoffe nur echt, dass sie das alles weiterhin im Griff hat. Also, Gina Lisa hat jetzt also in wenigen Tagen 3, naja, fast Beziehungen gehabt. Man hätte den Gang zum Traualtar doch lieber verkürzen sollen. Weil bei dem Tempo ist der potenzielle Ehepartner noch so circa 25 Beziehungen entfernt. Ihm ist es ernst mit ihr. Und deshalb will er heute reinen Tisch bei Best Buddy Diogo machen. Ich krieg auf die Schnauze, 100%. Das Ding ist ja, dass Diogo mit Gina was hatte. Ja, Aussprache nennt man das Ganze. Hello! Ich habe keine Taktik, wie ich ihm das beibringen werde. Dafür gibt es keinen guten Moment. Also, bevor du mir die Fresse baust, ich muss dir noch was beichten. Was denn? Ich bin nicht dumm. Das ist voll unangenehm. Wenn du was mit meiner Ex-Freundin hättest. Ich bin eher so die feige Sau. Aber jetzt ist halt der Punkt, wo ich halt mal
meinem kleinen Männchen stehen muss. Das wäre doch mir egal. Und da gibt's ja die Gina. Ja. Die kennst du ja. Fakt ist aber, ich und Gina, wir daten uns jetzt. Echt? Ja. Mit wann? Bevor du mir in die Fresse haust, muss ich dir was beichten. So fangen ja sonst eigentlich nur Gespräche zwischen Sarah Kern und ihrem Schuldnerberater an. Flocke muss es Diogo einfach nur ganz sachlich erklären, warum er Gina Lisa heiraten möchte. Obwohl, ne, dann besteht natürlich das Risiko, dass Diogo sie doch wieder zurückhaben möchte, wenn er erfährt, dass sie dem Flocke eine PS5 gekauft hat. Richtig, seit der Party, wo du abgehauen bist. Oh was? Dann sind wir im Bett gelandet. Das Schlimmste wäre, dass Diogo mir doch mal auf die Fresse haut. Ganz entspannen, weil ich wusste das schon. Gina hat es mir erzählt. Ich hau dich jetzt noch ein bisschen. Warum hast du mir das erst nicht? Warum erzählst du mir das denn nicht davor? Bruder, weil ich den vorher eh schon hatte. Dann dachte ich, mal schauen, wann er mir das sagt. Hä? Ich weiß ja selber auch noch gar nicht, was jetzt die Reise da mit Gina ist. Die meinte zu mir nur, sie will nach Las Vegas heiraten. Würde sowas durchziehen, ne? Bruder, ich werde das genau das Ding, ja, was ich sag. Das große Drama blieb aus und Flocke ist natürlich erleichtert. Kim Virginia wäre ausgerastet und hätte Diogo vorgeworfen, das nur zu sagen, weil er auf sie steht. Sie will Steffi besser kennenlernen. Ich habe auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen und Flocke darf jetzt auch nicht auf mich sauer sein. Wen werde ich heiraten? Da kann ich mich nur nicht so einfach festlegen. Ich hab's ja schon mal gemütlich gemacht, weil auf dich wartet man ja scheinbar länger. Das ist der Wahnsinn. Auch wenn ich früh anfange, mich fertig zu machen, ist egal, ja, wie, ich bin trotzdem immer zu spät. Es hat sich gelohnt, es ist gut aus. Ja, ich habe für heute geplant, dass wir tanzen gehen in der Tanzschule. Ob der Tanzlehrer da war oder nicht, pieps, schnups, egal. Er hat mich die ganze Zeit angeschaut und der mit Steffi macht einfach alles Spaß. Steffi hat auch wirklich alles gegeben, dass Gina Lisa ausschließlich Augen für sie hat. Die Produktion hat ihr nämlich den Rat gegeben, sich ein bisschen Mühe zu geben, weil sonst die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß ist, dass Gina Lisa mit dem Tanzlehrer abhaut. Man musste Gina auch erstmal überzeugen, in den Tanzkurs zu gehen. Als sie mitbekommen hat, dass da Lehrer unterrichten. Ganz ehrlich, ich war nie in der Schule. Ich war immer ganz woanders. Ich war Drogeriemarkt. Ich weiß ja eigentlich so im Großen und Ganzen noch gar nicht richtig viel von dir. Das stimmt. Ich weiß von dir eigentlich auch nicht. Was ist zum Beispiel deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün? Deine? Entweder sagst du sowas wie schwarz oder du sagst pink. Hey, super. Genau, schwarz und rosa, das sind meine Lieblingsfarben. Krass. Die Steffi ist auf jeden Fall jemand, wo die Mauer einreißen könnte. Und sie dann diejenige ist, die vielleicht vorm Altar steht. Was machst du denn noch sonst so? Ansonsten arbeite ich noch in einem Club als Türsteherin. Cool. Ja. Ich finde es nicht einfach, zwei Menschen zu daten. Du bist nicht der weibliche Bachelor. Tut mir leid. Das macht die ganze Sache für mich nur noch komplizierter. Was Steffi hat, was Flocke jetzt nicht hat, ist zum Beispiel, der hat so eine ruhige Art, so gefühlsvoll. Und was Steffi natürlich auch noch hat, was Flocke fehlt, ein festes Einkommen und Küchenschränke. Die Frage nach der Lieblingsfarbe, die hat sie dem Flocke ja nicht gestellt. Ist aber eigentlich auch logisch, ne? So oft wie der blau ist oder blau macht. Das Thema mit Kindern, wie sieht's denn da Kinder, aus? Also bin ich jetzt mal gespannt. Also Kinder und heiraten ist für mich kein Muss, tatsächlich. Oder hab ich gedacht, oh Gott, ich habe ihr das ja noch gar nicht gesagt, was mein Plan ist. Ich bin nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ja, mit 30 muss Kinder und genau, Haus und genau, heiraten, ja, so, weil, ja, das ist für mich so ein Konstrukt, was irgendwie schwachsinnig ist. Wenn ich eine Person habe, mit der ich glücklich bin, kann alles kommen, aber es steht bei mir nicht auf irgendeinem Plan. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dir das zu erzählen, nicht, dass ich sie verkraule. Da ist Gina Lisa jetzt auf jeden Fall in einem Dilemma. Gina Lisa muss sich entscheiden, entweder die große Liebe oder halt doch der Gratisurlaub nach Las Vegas mit Hochzeit und anschließender Scheidung. Mir gefällt das. Steffi ist nicht so richtig überzeugt vom Heiraten, ein längst überholtes Konzept. Oder wie man bei RTL sagt, ja, natürlich legen wir Barbara Salisch und das Familiengericht wieder neu auf. Ich muss dir noch später was sagen. Ich mag dich wirklich sehr, aber ich date mich noch mit jemandem. Das ist kompletter Quatsch und Bullshit und gar nicht mein Ding. Und ich bin erstmal raus. Denk dran, was wir haben. Genau. Da saß nicht mit ihr. Ganz ehrlich, so lange warte ich auch nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem Abstellgleis und sag, ja, hi, wann kommst du denn? Und in der nächsten Folge sehen wir, welche Geschenke Gina für Flocke noch so hat, damit er es weiter okay findet, auf dem Abstellgleis zu warten. Leute, das gibt Drama. Das heißt, auf jeden Fall ein Abo mit Glocke dalassen, dann verpasst ihr nichts. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Die ganzen Folgen gibt es alle auf Join. Link ist in der Beschreibung. Steffi, Diogo, Flocke, gibt mal einen Tipp ab, wer wird's am Ende? In Folge 1 ist einfach die Forsthaus-Rampensau-Reunion komplett eskaliert. Müsst ihr sehen. First Dates Hotel ist so gut. Ist die perfekte Mischung aus Cringe und wirklich schönen Dates. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr müsst hier reingucken. Ihr werdet das wirklich lieben. Dann sehen wir uns gleich hier.